Hallo, ich habe ja gestern mein Video verpennt, beziehungsweise ich muss noch was fürs Studio machen und deswegen gibt es heute das Video zu unserem Thema Umgang mit Biomännern von mir. Erst heute Abend, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber umso mehr Gedanken habe ich mir natürlich gemacht, weil ich euch ja jetzt auch wieder ein bisschen was erzählen will von mir. Und der Umgang mit Biomännern ist bei mir eigentlich, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, relativ locker in der Hinsicht. Also für mich sind jetzt Biomänner, wobei ich den Ausdruck auch eigentlich schwachsinnig finde, aber für mich sind jetzt Männer eher Kumpels. Also ich habe jetzt nicht wirklich darüber nachgedacht, ob ich die jetzt mag oder nicht mag, sondern einfach, wie ich mit denen umgehe. Und ich habe so das Gefühl, das beruht ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Also bis jetzt war jeder Mann, der mit mir irgendwie sich unterhalten hat und mit dem ich weg war, war eher halt wie ein Kumpel für mich. Und man hat auch so geredet und das war total offen und lustig. Und ja, für mich sind das ganz interessante und lustige Wesen, mit denen ich mich halt auch identifizieren kann, einfach, wo ich halt merke, okay, ich kann ganz anders, ganz lockerer, ganz offener, ohne groß über irgendwas nachzudenken, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, in vielen Sachen einfach klarer reden. Und ja, so, man kennt ja auch immer so die Männersprüche und so, die vielleicht in erster Linie jemandem unangenehm werden, aber das finde ich dann überhaupt nicht schlimm und ich finde es immer schön, wenn das auch dann gegenüber mir fällt und ich merke, dass die dann keine Unterschiede machen, so nach dem Motto, oh, die sind ja körperlich noch eine Frau und so. Das ist eigentlich ganz witzig, sondern ich bin dann auf einmal plötzlich immer Teil von diesem ganzen Gelaber und das ist total lustig, weil ja, so geht es mir halt auch und es tut auch mal gut, in der Hinsicht dann mal losspinnen zu können. Und wenn es so nach meinen Gefühlen geht, so in dem Umgang, ist eher so, ja, ein angenehmes Gefühl, ich fühle mich wohl. Ich merke, dass ich mich dann auch öffnen kann, dass ich selber sein kann, ich muss mich nicht verstellen oder so, oder habe jetzt auch keine Hemmung irgendwie mit Biomännern mich irgendwie abzugeben oder zu unterhalten. Und ja, ich glaube, dass ich eben eigentlich schon teilweise als Kumpel, als gleichwertiger Mann in der Hinsicht angesehen werde und dass vielleicht deswegen das alles so entspannt abläuft. Also so habe ich zumindest das Gefühl. Und ja, was kann ich noch so sagen, was vielleicht ungewohnt ist, ist einfach so dieses. Wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, also nicht jetzt beziehungstechnisch kennenlerne, sondern halt freundschaftlich kennenlerne, und dann ist es manchmal so, dass ich mir denke, oh Mann, warum konnte ich das denn nicht von Anfang an haben, was der hat, also halt auch körperlich so gesehen, wo ich dann denke, oh Mann, wie gern würde ich jetzt den Bart haben, wie gern würde ich jetzt so die Muskeln haben und so, keine Ahnung, irgendwie, das stand ziemlich manchmal. Na, nicht traurig für mich, aber das ist halt so, wo ich denke, okay, da habe ich schon einen gewissen Respekt oder manchmal auch Neid im Prinzip. Und wo ich halt auch oft schon drüber nachgedacht habe, ist so, dass automatisch in meinem Kopf so dieses Konkurrenzdenken abgeht. Also gerade in Bezug auf jetzt ja, Frauen oder Beziehungen oder halt auch ja, so die ganze sportliche Sache und so, das ist schon für mich so ein Konkurrenzding, wo ich mich dann anfange zu vergleichen und dann denke, ja, scheiße. Das ist halt einfach nicht so, oder ich dann irgendwie so duelliere und denke, ja, mal gucken und so. Und das ist halt ziemlich krass, aber ich glaube, das ist vielleicht auch wiederum typisches Männerverhalten. Keine Ahnung, so Konkurrenzsachen und ja, dass man halt so den anderen als Rivale anzieht. Keine Ahnung, Revier markieren und so ein Schwachsinn. Also ich glaube da echt dran und ich glaube, dass das auch so ein Männerding ist und dass ich, das merke ich schon manchmal, dass ich dann auch so bin und dann. Naja, das ist natürlich sehr klischeebehaftet jetzt, aber das merke ich auf jeden Fall. Und da ist der Umgang mit Biomännern halt dann auch von mir wieder teilweise anders. Also je nachdem, ja, sehe ich das als Konkurrenz und dann verhalte ich mich halt dann auch einfach so. Aber in der Regel ist das halt wirklich so für mich eher ein Kumpel. Es ist eine ungezwungene Situation, wenn ich mit denen was mache oder mich unterhalte. Ich habe da keine Probleme damit oder ziehe mich jetzt da zurück oder habe jetzt Angst, dass ich irgendwie blöd angeguckt werde, weil ich halt als körperliche Frau, sage ich mal, mich verhalten wie ein Mann. Im Gegenteil, ich habe da noch nie Probleme mit Männern. Ich werde eher mehr akzeptiert und es ist eher lustiger. Und ja, ich finde halt, dass Männer an sich einfacher gestrickt sind und vielleicht ist deswegen in der einen oder anderen Hinsicht leichter, manchmal über irgendwas zu diskutieren oder so. Man macht sich halt nicht so viel Gedanken darüber, wenn man mal was Lustiges oder Doofes oder was Plumpes von sich gibt. Und ja, also ich bin der Meinung, ich werde auch wahrscheinlich dann so angesehen, deswegen ist das wahrscheinlich auch so locker dann. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht dazu zu sagen diese Woche. Mein Umgang mit Biomännern ist relativ einfach, lässig, kumpelhaft, bin sehr zufrieden mit allem und merke dann eigentlich auch, dass es schon richtig ist und dass ich mich dann auch damit identifizieren kann und dass ich mich dann auch freue, irgendwann halt natürlich dann auch vollständig der Mann zu sein und in der Clique dann so angekommen zu sein. Ja,
Und das war's von mir wieder. Wir hören uns dann nächste Woche. Ich entschuldige nochmal, dass mein Video heute erst kommt. Und ja, bis dann mal. Tschüss.